Einen wunderschönen Donnerstag. Willkommen zurück. Poly Bridge 2 Level aus dem Workshop von euch. Und hier gibt es ein relativ aktuelles Level. Straße muss rüber für Kriano 5 von Benjamin Hönig. 40.000 Budget, Stahlhydrauliken, Seile. Die ID wie immer in der Videobeschreibung sowie oben links am Bildschirmrand. Sorry erstmal dafür, dass ich eine Ewigkeit kein Level mehr gemacht habe. Dafür braucht ihr euch niemals entschuldigen. Ich danke euch für jedes Level, das ihr macht, weil ihr nehmt euch die Zeit, um es zu erstellen, zu lösen und dann eben auch online zu stellen. Und ich muss mich immer entschuldigen, dass es so lange dauert, bis ich eure Level gelöst habe. Also von daher, dafür braucht ihr euch niemals entschuldigen. In diesem Level musst du die Straße mit dem Bus mit Hilfe von Hydraulik auf die andere Seite bringen. Die Hydraulik sollte dabei bestenfalls schnell sein. Außerdem sind deine Materialien sowie Budget sehr wenig. Viel Spaß und viel Glück. Schwerere Bauchallenge, benutze nur die Hälfte an Stahl, 25 Stück. Okay, wir haben drei Straßen, die werden sehr wahrscheinlich genau hierhin passen, ja. Bus kommt, Bus hält. Bus hat eine sehr hohe Bremsstärke, deswegen ist der Checkpoint hier auch. Damit er nicht weiter rutscht, also brauchen wir da nichts beachten. Und dann geht es darum, das Ding einfach nur hier rüber zu bewegen. Es sieht auf dem ersten Blick, finde ich, relativ einfach aus. Wahrscheinlich müssen wir ihm hier so einen kleinen Ankerpunkt bauen, an dem er dann festhängt. Wie viele Meter sind das denn? 6 Meter. So, das heißt, wir müssen bei 3 Meter unseren ersten Punkt machen. Das Problem ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so den Guiding Arm mache, geht der zu tief? Ich glaube, das passt gerade so. Also geben wir ihm hier und hier einmal jeweils einen Guiding Arm. Müssen dich und dich festmachen. Auf jeden Fall auch in die Richtung festmachen. Du bleibst fest. Du bist Guiding Arm. Du bist Guiding Arm. Reicht das schon zum Bewegen oder bricht das noch? Wahrscheinlich bricht es hier drüben. Logischerweise bricht das. Wie dumm von mir. So müsste es einigermaßen gehen. Bricht immer noch. Okay, dann machen wir es so. Ignorieren da den Punkt. Wir können auch hier das Seil nehmen. Moment, du bist fest. Jetzt, das war der Fehler. Jetzt sollte er rüberschwingen. Die Frage ist, schwingt er zu flach und geht er durchs Wasser und ertrinkt dadurch? Okay, und weil er gebrochen ist, also ist das erstmal noch nicht so top. Ich habe nicht geguckt, wie schwer das Ding ist. Jetzt geht's, aber er ertrinkt. Er ertrinkt leider. Wie ist es denn, wenn wir das hier länger machen würden? Das macht es nicht wirklich besser, oder? Ja, doch, das macht es besser. Dann nehmen wir den so. Weil der müsste immer noch weit genug gehen, um rüberzureichen, jawohl. Du bist fest, du bist fest. Du bist fest. Jetzt sollte er nicht mehr ertrinken, wenn er schwingt. Ja, wunderbar. Du warst nur das maximal Belastete, gerissen bist du nicht. Jetzt geht es darum, noch die Bewegung hinzukriegen. Wir haben 6 Meter Bewegung und es muss schnell gehen. Können wir vielleicht hier einfach nur tricksen, dass er im richtigen Moment einhakt? Nee, weil das zu lange fährt. Also er kommt zurück und geht dann kaputt.
Ich meine, dass das hier 12 Meter sind. Es sind 12 Meter. Das heißt, wenn ich die Hydrauliken von hier bis hierhin durchziehe, etwas kürzer mache, ich glaube nicht, dass normale Länge geht, sollte das schon funktionieren. Vielleicht müssen wir sie noch kürzer machen, weil je kürzer die Hydrauliken sind, desto schneller sind sie. Wenn man also mehrere kurze macht. Ja, reicht nicht. Also noch kürzer. Gehen wir mal auf 2 Meter. Weil ein bisschen Sorge habe ich halt auch, wenn die... Nee, das ist schon richtig. Wenn die zu kurz sind und zu schnell ziehen, dass es zu sehr reißt und hier irgendwas kaputt macht. Ja, da haben wir den Riss. Versuchen wir den mal mit dem Stahl hier hinzukriegen. Aktuell sind wir noch voll im Geschäft, was die Menge an Stahl angeht. Jetzt ist da das Seil gerissen. Okay. Dann machen wir aus dir jetzt auch mal Stahl. Wird langsam knapp, was die Anzahl an Stahl angeht, die wir als Bonus-Challenge nutzen dürfen. Wahrscheinlich reißt jetzt rechts. Nee, das geht schon. Wunderbar. Level sollte gelöst sein. Ganz da hinten ist die Flagge. Ich sehe nichts, das gerissen ist. Und damit war's das. Ohne Bruch. Im Budget. Können wir mal gucken. Ich glaube, dass wir teurer sind als das hier, oder? Wobei hier ist viel Stahl obenrum verbaut. Gucken wir mal. So, vielen Dank schon mal für dieses Level. Wir schauen in die nächste Lösung rein. Die ist ein Ticken teurer. Von Benjamin Hönig. Ähnliches Konzept, hat hier den komplett rübergezogen. Und dann quasi als Schaukel gemacht und dann eben auch gezogen ohne Ende. Ja. Sehr ähnliches Konzept. Die Lösung hier ist vom 20. Mai. Meine ist vom 21. Mai. Also wirklich sehr aktuell. Diesmal. Weil eben da ein Kommentar war. Wenn ihr Level habt, könnt ihr auch gerne einen Kommentar mit eurer ID da lassen. Oder halt Krian irgendwie in den Namen mit einfügen lassen, weil dann finde ich das, wenn ich hier die Suche nutze. Ich glaube, es gibt aber sonst... Ja, hier sind Level, die halt von Ninja gemacht wurden, aber von Pufax hochgeladen. Das ist schon gelöst. Das ist hier irgendwo bereits einmal gelöst worden von S. Wenn ich mich nicht irre. Ich will jetzt kein allzu langes mehr machen. Ich hoffe, dass das hier... Nee, will ich nicht, weil das ist hier ein Flippen und dann hier runterziehen. Das ist mir zu viel Hydraulik, ehrlich gesagt. Ich denke, ich werde einfach mal einen Cut machen und nach einem weiteren Level suchen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bulldozer and Balls von Pufax. Wir gehen direkt in den deutschen Texträumen. Ein Bulldozer, 2 Bälle, 2 Vespas, 2 Straßen, keine Hydraulik oder Controller. Kriegst du das hin? Eventuell ist das doch etwas für mich. Wir werden es sehen. Wir haben Holz, Stahl, Seil, Kabel, Federn. 35.000 Budget ist nicht viel. Die ID wie immer, Videobeschreibung und oben. Also, er fährt... Dann ist alles mit A zu tun und dann alles mit B zu tun und dann fahren sie weiter. Also im Prinzip ist das auf jeden Fall gespiegelt. Das heißt, wenn es auf der rechten Seite funktioniert, sollte es auch auf der linken Seite funktionieren. Was klar ist, der Bulldozer fährt nach rechts und damit ist das hier, dieser jeweilige Ball, meine Hydraulik im Prinzip. Und wir müssen halt gucken, wir haben 4 Meter Bewegung. Das heißt, bei 2 Meter brauchen wir einen... Dann gehen wir hier mal auf Stahl. Bei 2 Meter brauchen wir einen Guiding Arm. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Bracing, weil es hoch geht und damit wären die sonst kolinear. Das wollen wir nicht. Wir müssen insgesamt auf unter 17.500 bleiben. Pro Seite, weil sonst funktioniert das Ganze nicht.
Ein Problem, das ich sehe, ist, der wird nach rechts bewegt. Und dabei würde er natürlich dann nicht mehr komplett hochziehen. Ich denke, wir werden hier so ein bisschen über diese Geschichte kommen müssen. Nee, den da, den hier ran dran machen und... Nee, umgekehrt. Den hier ran dran machen, den da ran, damit die kürzere Bewegung hier eine längere hervorruft. Gucken wir mal. Sehr gut. Hält schon mal einwandfrei. Nächster Versuch. Er kriegt die Bewegung nicht ganz hin. Reicht nicht, wie man sieht. Wäre es vielleicht schlauer, dann zu sagen, das hier nach unten hin? Ich glaube nicht, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie einen großen Unterschied macht, was Funktionsding angeht. Doch! Ha! Sensationell! Das ist es schon. Guck mal hier. Deutlich unter Budget. Wir sollten hier... Wir können gar kein Hydraulik-Ding machen. Das sollte es dann schon gewesen sein, oder? Die Frage ist, ob das hält. So. Es ist toll, wenn Level mal relativ schnell funktionieren, wenn man das nicht erwartet. Vielleicht muss man noch mit Federn arbeiten. Wir haben 4 Federn, weil ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass das zu schnell runterfliegt. Und dann reißt hier was. Ist es hier einfach schon zu sagen, wir machen da eine kleine Feder rein, damit dieses Ding da nicht ist? Oder ist das hier wirklich einfach nur nicht massiv genug? Ist zu niedrig, da darf keine Feder hin, okay. Da darf schon mal keine Feder hin. Hier eine Feder? Bei dem Seil oder gar nicht? Ich bin mir nicht sicher, warum das dann so gebrochen ist gerade. Wirklich aber nur der Muskel hier ist nicht groß genug. Das Kabel ist gerissen. Versuchen wir es mal mit Doppelseil. Wahrscheinlich wird das nichts. Das ist immer traurig, wenn du dann im Prinzip etwas doch sehr schnell hinbekommst und dann funktioniert das letzte Stück nicht. Das könnte es jetzt aber gewesen sein. Ja. Das ist es gewesen. Er rollt mir eigentlich ein Stück zu weit nach links. Er rollt mir eigentlich ein Stück zu weit nach links. Da habe ich so ein bisschen Sorge, dass die Vespa es nicht rüber schafft. Was heißt, wir sollten hier ein Seil geben, damit es eben dann stoppt am Ausgangspunkt und nicht weiter rollen kann als vorher. Ich glaube, das ist intelligent. Ja, wobei, er ist nur ein Stück hoch. Ich glaube nicht, dass das hier so viel ausmacht. Ich habe nicht gesehen, wie viel... Oder ich habe nicht darauf geachtet, wie viel Power die Vespa hat. Wenn wir mal sehen. Okay, du willst nicht. Leider ertrinkst du jetzt. Deswegen müssen wir hier dann doch nochmal nachladen und schneller laufen lassen, um zu gucken, ob es funktioniert. Interessant, dass die Seite das eher nicht so mag. Geben wir dir ein drittes Seil.
Vielleicht hier Federseil, damit eben das dann, dieser Aufprall nicht zu exzessiv ist. Okay, jetzt sollte es gehen. Ja. Wunderbar. Deutlich im Budget. Relativ belastet, aber... Okay. Gucken wir mal, wie die Leute es sonst gemacht haben. Da ist die Folge heute ein bisschen kürzer, aber noch ein drittes Level schaffe ich hier eh nicht reinzukriegen. Schauen wir mal. Wir gucken wie immer nach der günstigsten Methode zuerst. Wir sind die teuerste, mit Abstand teuerste Methode. Aber auch hier nur ein Jahr hinter den ganzen anderen Leuten. Immerhin. Also, wir arbeiten uns von teuer nach günstig. Das ist Jay. Dieser Scherenmechanismus, den ich einfach nicht weiß. Das ist cool. Funktioniert 1A. Dann haben wir Gajiro. Glaube ich genauso wie, ja, exakt das gleiche wie Jay vorher. Ich habe es da ein bisschen übertrieben. Mit meinem Gebilde. Teacher Hang. Der hat die Feder rangemacht. Ähnliches Konzept. Der hat aber nur einen Guiding. Ja, der hat zwei Guiding aber nach oben gemacht. Dadurch spart er natürlich ein bisschen das Ganze. Und das Ganze mit Holz gemacht. Und ich glaube, seins ist auch weniger belastet als meins. Gell? Meins war 99, ja. Und dann haben wir hier noch Pufax. Günstigste Variante. Auch mit so einem Scherenmechanismus. Und da ist eine Feder dran. Wahrscheinlich ist das Seil immer gerissen ohne die Feder. Und damit hast du natürlich den Vorteil, wenn hier die Feder ist, gibt das halt nach und dann ist es hier ebenerdig. Landet da, wo es gestartet ist. Gut, Level hat funktioniert. Ging schneller als gedacht, aber zum Glück. Sonst hätte ich hier nochmal eine Stunde dran sitzen können eventuell. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wie immer, Samstag, Sonntag Master Mode. Poly Bridge 3 und dann nächste Woche Donnerstag gibt es Level aus dem Workshop in Poly Bridge 3 wieder. Wir machen ja immer abwechselnd. Wenn ihr Level habt, einfach die ID unten in die Kommentare schreiben oder eben Krian irgendwie in die Beschreibung reinpacken eures Levels, damit ich es bei der Suche finde. Ansonsten euch noch alles Gute und auf Wiedersehen.